geht ab, YouTube? Dennis hier von DTV, eurem Yu-Gi-Oh! Kanal hier auf YouTube. In dem heutigen Video präsentiere ich euch mein 15€ Side-Deck. Ja, 15€, wie erkläre ich es am besten? Ich präsentiere euch 15 Karten, die jeweils unter 1€ kosten, was am Ende ein 15€ Side-Deck sozusagen ausmacht. Und zwar sind Karten mit dabei, die auf jeden Fall die Meta im Dezember 2020 ordentlich ärgern werden. Und natürlich sind auch Karten dabei, die vor allen Dingen das ganze Tier 2 und Rogue-Segment Going Second so richtig schön ärgern können. Ja, das Side-Deck ist unfassbar wichtig, denn 2/3 eurer Spiele bestreitet ihr mit Karten aus eurem Side-Deck. Spätestens nach dem ersten Duell wisst ihr, was der Gegner spielt und dementsprechend sidet ihr. Also 2 von 3 Duellen spielt ihr mit Karten aus eurem Side-Deck. Dementsprechend super wichtig und in dem Fall auch super günstig, weil 1€ pro Karte mega nice. Also, ich präsentiere euch jetzt 15 Karten, die unter 1€ kosten. Also ein bisschen mehr als 15 Karten, aber sag mal 15. Die ihr getrost ins Side-Deck schieben könnt und auf jeden Fall Erfolge damit verbuchen werdet. Doch bevor wir loslegen, wie immer an dieser Stelle, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da und abonnieren nicht vergessen, damit ich auch in Zukunft weiterhin motiviert bleibe und ein Video nach dem anderen für euch raushaue. Und ohne noch mehr von eurer kostbaren Zeit zu verschwenden, lasst uns direkt loslegen. Los geht's! Wir kommen zum Slot 1 auf meiner Liste und zwar teilen sich den zwei Karten, die Backrow aus dem Weg schaffen, und zwar Twin Twister und der Kosmozyklon. Beide Karten kosten unter 1€. Mega nice. Mehr brauche ich eigentlich dazu nicht zu sagen, oder? Nee, mittlerweile muss man ehrlicherweise sagen, ist jedes Deck, egal welches, selbst ein Dragonlink Combo Deck oder ein Infernoble Knight Combo Deck, also eigentlich jedes Deck, PK Fire, egal gegen welches Deck ihr spielt, ich rede nicht von Control, auch die Combo Decks, egal gegen welches Deck ihr spielt, irgendwas liegt entweder in der Field Spell Zone oder in der Back Row, was ihr auf jeden Fall poppen könnt. Ich empfehle auf jeden Fall den Kosmozyklon über den Twin Twister, weil der Kosmozyklon, ja, er trifft zwar nur eine Karte, aber der verbannt sie direkt. Also sprich gegen so Decks wie Eldritch oder all die Karten, also hier Salamon Grey zum Beispiel, die theoretisch ihre Fallenkarten aus ihrem Friedhof sozusagen als entweder recyceln können oder banishen, um dann den Effekt einzusetzen, wie zum Beispiel auch bei PK Fire mit dem Fogblade. Ja, ihr könnt euch mit Kosmozyklon direkt diese ganzen Targets aus dem Weg schaffen, ohne dass sie wieder den Weg zurückfinden. Mega cool. Beim Twin Twister ist natürlich geil, weil ihr direkt 2 Karten in der gegnerischen Backrow poppt und wenn ihr dann auch noch ein Deck spielt, was sozusagen Karten im Friedhof gut als Ressource nutzen können. Ja, was wollt ihr mehr? Am besten den Twin Twister aktivieren, Monster abwerfen, 2 gegnerische Backrow poppen und den Effekt des Monsters im Friedhof auch noch voll ausnutzen. Ja, einfacher geht's nicht. Deswegen teilen sich den Slot 1, Twin Twister und der Kosmozyklon. Auf Slot 2 ist Artifact Lancia. Ja, eine unfassbar starke Karte in der aktuellen Meta. Definitiv auf 3 in fast allen Side-Decks in den großen Turnieren zu finden. Es ist einfach eine starke Karte, weil viele der Decks da draußen gerade einfach sozusagen banishen, um weitere Effekte zu nutzen. Und die Lanze sagt, Quick Effect im gegnerischen Turn, ihr könnt sie von der Hand oder vom Spielfeld als Tribut anbieten und bis zum Ende des Spielzugs kann kein Spieler Karten von seinem Friedhof verbannen. Was mega stark ist einfach, Dinos haben ein Problem damit. PK Fire, Problem damit. Wie heißen die anderen? Thunder Dragons haben ein Problem damit. Hier, Virtual World, vor kurzem getoppt auf 1, haben ein Problem damit. Diese ganzen Decks und noch viele mehr haben ein Problem damit, wenn sie ihre Karten sozusagen nicht aus dem Friedhof banishen können, um weitere Effekte nutzen zu können, um weiter in ihrer Combo voranzuschreiten. Also auf jeden Fall auschecken und auf 3 in euer Side-Deck werfen und den Gegner einfach mal, ja, richtig schön ärgern. Slot 3 teilen sich wieder 2 Karten und zwar Elder Entity Entis und oder Nts oder Ntes oder wie auch immer, Elder Entity Entis, so nenne ich sie. Und Edignista Pegasus, 2 Karten, die ihr Going Second gegen ein Dogmatiker-Deck auf jeden Fall in eurer Extra-Deck sein könnt, wenn der Gegner Maximus spielt. Slot 4 belegt eine der Going Second-Karten, die jedem mittlerweile geläufig sein sollte, und zwar Pankratops. So sieht aus, Dino Wrestler Pankratops ist auf meinem Slot 4, weil er einfach super stark ist. Also tatsächlich, dass die Karte auf 1 ist, ich würde jetzt nicht sagen, wundert mich nicht. Damals habe ich mich schon gewundert, als sie die Karte auf 1 gesetzt haben. Aber es ist eine mega starke Going Second Karte, die einfach mal ein Free Body ist und Quick Effect Pop. Also geiler geht's einfach nicht. Ihr könnt über ein gegnerisches Monster einfach drüber rennen, dann könnt ihr mit dem Quick Effect noch eine gegnerische Karte poppen. Das ist einfach mega stark und deswegen auch Slot 4.
auf meiner Liste. Und damit kommen wir zu einer weiteren Power Going Second Karte, und zwar Red Reboot. Ja, die Karte Going Second kann tatsächlich zu einem OTK führen, wenn der Gegner auf die Idee kommt, irgendwie eine Falle zu flippen und so weiter und so fort. Ne? Könnt ihr einfach Red Reboot von eurer Hand aktivieren, sagen, nee, Effekt wird negiert, Fallenkarte wieder zugeflippt. Dann darf der Gegner zwar sozusagen sich eine weitere Falle aus dem Deck setzen, was eigentlich ultra stark ist. So. Aber wenn ihr eh kurz vor einem OTK seid oder wenn das eh euer sozusagen, ich sag mal, finaler Schachzug ist, den ihr da durchziehen wollt, ist Red Reboot genau die richtige Waffe gegen diese ganzen Backrow-Decks da draußen? Leider nur auf 1, wobei leider, ich spiele überwiegend Control, von daher zum Glück nur auf 1. Und genau aus diesem Grund, und weil diese Karte natürlich unter 1 Euro kostet, belegt diese Karte einen Slot auf meiner Liste. Und damit direkt zu Nummer 6, Mind Control. Ja, ultra stark, leider nur auf 1. Ich hätte gerne auf 3, vor allen Dingen, wenn man tatsächlich so ein Pure Going Second Deck spielt, ist sie auf 3, oh, ist schon geil. So, entweder ein geiler Bait, so, weil der Gegner die einfach negieren muss, weil ihr euch einfach mal das stärkste Monster versucht irgendwie zu schnappen. So, das heißt, der Gegner muss negieren, sprich ein Negate auf der gegnerischen Spielfeldseite ist auf jeden Fall schon mal weg und ihr könnt sozusagen, ne, weiter eure Combo aufziehen, was echt cool ist. Und wenn der Gegner es nicht negiert bekommt, habt ihr wahrscheinlich eines der stärksten gegnerischen Monster auf eurer Spielfeldseite liegen. Mind Control unter 1 Euro, auch als Ultra Rare, ultra nice und genau deswegen gehört diese Karte auch hier auf diese Liste. Der nächste Slot ist Slot Nummer 7, womit wir auch bei 2, ich sag jetzt mal, Lightning Storm Alternativen wären. Und zwar Raigeki und Schwarzes Loch. Heißt, es gibt die ein oder andere OCG-Metadeckliste tatsächlich, die ich mir angeguckt habe. Es gibt Leute, die spielen Raigeki einfach mal im Main Deck. Und um ehrlich zu sein, ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Also, die Leute spielen Hapien Federwisch auf 1, war im Main Deck so, warum sollte man dann nicht Raigeki auf 1 spielen? Macht genau dasselbe, das eine für die Backrow, das andere für die Frontrow. Und Raigeki kostet weniger als 1 Euro. Vor kurzem Super Rare Reprint im Spirit Charmer Structure Deck gehabt, mega nice. Also auf jeden Fall auschecken und tatsächlich einfach mal drüber nachdenken, wenn ihr noch einen Slot frei habt, anstatt da einen Upstart Goblin reinzuwerfen, vielleicht doch mal ein Raigeki reinzuwerfen und zu gucken, wie die Karte performt. Und natürlich gibt es noch Schwarzes Loch. Ja, Schwarzes Loch hat natürlich den Nachteil, dass es sozusagen auch eure Monster zerstört. Hat allerdings auch wiederum sozusagen denselben Vorteil, wie ihn auch Lightning Storm hat. Wenn ihr Going Second geht und noch gar kein Board aufgebaut habt, dann aktiviert ihr Schwarzes Loch und dann sind ja nur die Monster eures Gegners zerstört. Ja, also im Endeffekt dasselbe wie Lightning Storm. Nicht ganz so, weil man bei Lightning Storm natürlich Front- oder Backrow auswählen kann. Aber wir sprechen von, ich sag jetzt mal, 70, 80 Euro im Vergleich zu 70, 80 Cent. Kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er dreimal einen Lightning Storm im Side-Deck spielt. Im Side-Deck. Wir reden nicht vom Main-Deck. Im Side-Deck. Oder ob er dreimal ein schwarzes Loch für 70, 80 Cent im Side-Deck spielen will. Und genau deswegen belegen diese beiden Karten auch einen Slot auf meiner Liste. Womit wir dann aber auch direkt zu Platz Nummer 8 kommen. Und zwar ist Platz Nummer 8 Königlicher Erlass. Königlichen Erlass im Side-Deck zu haben, hilft in der Tat. Die Karte sagt nämlich, annulliere alle anderen Fallenkarten-Effekte auf dem Spielfeld. Joa, Eldritch? Nein. Alter Geist? Nein. Guru Control? Nein. Also es gibt, wie ihr seht, einige Decks, die aktuell da draußen rumrennen, wo Royal Decree, so heißt die auf Englisch, also Königlicher Erlass, auf jeden Fall ordentlich Schaden anrichten kann. Und wenn ihr selber gar keine Fallen spielt, weil ihr ein reines Monster-Combo-Deck spielt mit ein paar Zauberkarten, dann interessiert euch das Ganze nicht. Also auf jeden Fall mal auschecken und drüber nachdenken, wenn ihr noch 3 Side-Deck-Slots frei habt, die Karte tatsächlich auf 3 in eurem Side-Deck zu spielen. Wir kommen zu Slot 9 auf meiner Liste und zwar Spicy Spice ist dabei mit Defusion. Ja, Defusion sagt folgendes, wähle ein Fusionsmonster auf dem Spielfeld. Auf dem Spielfeld. Wähle ein Fusionsmonster auf dem Spielfeld. Schick oder sende dieses Fusionsmonster zurück ins Extra-Deck. Sprich, wenn der Gegner ein Fusionsmonster auf dem Spielfeld hat, schickt ihr dieses gegnerische Fusionsmonster zurück ins Extra-Deck. Das war's erstmal. Und dann im Optimalfall in einem Mirror-Match, sage ich jetzt mal, könnt ihr, wenn ihr sozusagen Material, welches für dieses Fusionsmonster benutzt wurde, in eurem eigenen Friedhof liegen habt, könnt ihr es, nachdem ihr das gegnerische Fusionsmonster zurück ins Extra-Deck geschickt habt, könnt ihr dieses Material aus eurem eigenen Friedhof auf eure Spielfeldseite beschwören. Ich hoffe, das war verständlich. War das verständlich? Das war verständlich. Deswegen Defusion auf jeden Fall mal auschecken, ist Spicy Spice, den ihr hier exklusiv
bei DTV präsentiert bekommt. Auf jeden Fall mal auschecken, ausprobieren und mir unten in die Kommentare schreiben, wie die Karte in eurem Deck performt hat. Wir kommen zu meinem Slot Nummer 10 und zwar dem Token Collector. Diese Karte sieht immer noch Play und zwar aus folgendem Grund. Linkross, Auroradon, was macht denn noch so Tokens da draußen? Mann, selbst hier, wie heißen die? Die spielt zwar irgendwie keiner, bis auf der ein oder andere Casual Player, aber hier Doppel-Avatar, Tokenbeschwörung ohne Ende. Also es gibt jede Menge Decks. Jede Menge Karten, die euch einen Token beschwören und euch dann in eurer Combo voranbringen. Und genau dafür braucht ihr den Token Collector. Denn der Token Collector specialt sich in dem Moment, wo ein Token beschworen wurde, entweder von eurer Hand oder von eurem Friedhof, was sehr, sehr geil ist, und zerstört alle Tokens. Er bekommt ATK in Höhe der Tokens, die er zerstört hat, was medium wichtig ist, weil ihr ihn wahrscheinlich eh im Verteidigungsmodus beschwören werdet. Und das Geile ist, solange er offen auf dem Spielfeld liegt, kann kein Spieler Tokens beschwören. Geil, oder? Was aber auch bedeutet, dass wenn ihr dann wiederum dran seid und eure Combo aufzieht, der Gegner euch nicht nibieren kann, weil der Gegner kein Token beschwören kann. Macht das Sinn? Das macht Sinn, ne? Der Gegner kann euch nicht Nibiru um die Ohren hauen, weil er dafür ein Token beschwören müsste. Kann er nicht, weil der Token Collector liegt. Geile Side-Deck-Karte, oder? Die einfach mal ins Side-Deck klatschen und solange Linkross immer noch nicht auf der Bandlist gelandet ist, definitiv dem Gegner dann um die Ohren hauen und sagen, hier Linkross, nee, will ich gar nicht sehen, sowas. Und damit kommen wir zu einer weiteren Power-Going-Second-Karte und das ist nicht nur eine, sondern eigentlich ein ganzer Archetype, die Kaijus, ja? Auf Slot 11 gibt es hier die Kaijus, davon gibt es reichlich. Allen voran Gamaciel, die, ich sag jetzt mal, von der ATK niedrigste Kaiju-Monster-Karte, die ihr dem Gegner einfach auf die gegnerische Spielfeldseite spezial beschwört, indem ihr ein Monster des Gegners als Tribut anbietet. Der Gegner kann nichts dagegen machen, absolut gar nichts. Also, dass diese Karten in der Jetztzeit irgendwie nicht viel mehr Play im Side-Deck oder sozusagen auch im Main-Deck finden, verstehe ich irgendwie nicht so richtig. Aber Kaiju ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, spiele ich vor allen Dingen auch in vielen Background-Decks. Also immer schön so ein Kaiju irgendwie mit am Start haben. Bei Trapflix spiele ich die zum Beispiel super stark, weil wenn der Gegner irgendein 40 Negate-Monster auf dem Spielfeld hat, naja, dann schickt ihr das Monster in den Friedhof, er kriegt so ein 2200er Kaiju irgendwie aufs Spielfeld und der macht erstmal nix. So. Und wenn ihr dann selber noch ein Kaiju auf eurer Hand habt, könnt ihr ihn specialen, weil der Gegner einen Kaiju kontrolliert. Also eigentlich geil, so checkt die Kaijus auf jeden Fall mal aus, kennt ihr wahrscheinlich eh schon alle, aber hier nochmal in Erinnerung gerufen, Kaijus going second, stärker als tatsächlich der ein oder andere vermuten mag. Und damit kommen wir zu einer weiteren Karte, die unter 1 Euro kostet, ja, all diese Karten, die ihr bisher auf dieser Liste gesehen habt, kosten unter 1 Euro, nochmal so hier am Rande erwähnt. Und zwar Dimension Shifter, ja, der D-Shifter ist stark, weil wenn ihr going second geht, und der Gegner anfängt mit einer Dragonlink-Kombo irgendwie sich seine Zeit zu vertreiben, schmeißt ihr den Deepshifter von der Hand in den Friedhof. Ihr dürft dafür keine anderen Karten im Friedhof haben, das ist sozusagen seine Restriktion. Schmeißt ihn in den Friedhof und alle Karten, die in den Friedhof geschickt werden würden, werden stattdessen verbannt. Sprich, der Friedhof als Ressource, ihr bitte nicht. Jede Karte, die ihren Effekt aktiviert, wenn sie in den Friedhof geht, gibt's auch nicht. Der D-Shifter gilt auch für euren nächsten Turn, deswegen so ein bisschen schwierig. Nicht jedes Deck kann den tatsächlich, ich sag jetzt mal, mit vollem Potenzial ausnutzen. Also auf jeden Fall, ich sag jetzt mal, es ist schon ein Risiko, aber ein Risiko wert, weil der Gegner einfach mal raus. So, das war's. So, was will er machen? Eine Backrow setzen und ein Monster auf dem Spielfeld haben? Das ist Yu-Gi-Oh! Von 2002 so gefühlt. Deswegen gehört die Shifter auch auf jeden Fall hier auf meiner Liste. Wir kommen zu dem nächsten Slot auf meiner Liste und zwar weiterer DTV Spicy Spice. Und zwar spreche ich an dieser Stelle von Versperrter Wald. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie viele von euch da draußen diese Karte kannten. Versperrter Wald sagt folgendes, also der erste Effekt ist, ich sag jetzt mal, zu vernachlässigen. Und zwar bekommen sozusagen alle eure Ungeheuermonster 100 ATK für jedes Monster, was ihr in eurem Friedhof habt. Ist eigentlich egal, wenn ihr kein Deck spielt, wo Ungeheuer drin sind. Viel wichtiger der zweite Effekt. Solange diese Karte offen auf eurem Spielfeld liegt, können keine Spielfeldzauberkarten aktiviert werden. Weiter, selbst wenn diese Karte zerstört wird, können immer noch bis zum Ende des Spielzugs keine Spielfeldzauberkarten aktiviert werden.
Für all die Decks, die tatsächlich die Spielfeldzauberkarte als, sag ich mal, als Starter oder als Searcher nutzen, wie Invoked oder wie Numerun Guru zum Beispiel, passiert nicht so, weil sie keine Spielfeldzauberkarte aktivieren dürfen. Zumindest nicht in diesem Zug. Also wenn sie es schaffen, diese Karte zu zerstören, so, dann auch erst im nächsten so. Also auf jeden Fall eine ultra starke Karte, die nicht zu unterschätzen ist. So, zwei Karten verbleiben noch auf der Liste und zwar vorletzter Slot geht an Super Polly. Ja, natürlich keine Side-Deck-Liste ohne Super Polly. Kostet mittlerweile weniger als 1 Euro. Ultra starke Karte. Natürlich müsst ihr da, ich sag jetzt mal, 1-2 Slots auch in eurem Extra-Deck für opfern. Aber Super Polymerisation, eine der stärksten, ich würde sagen, mit die stärkste Going-Second-Karte, die ihr in eurem Side-Deck beheimaten könnt. Ja, der Gegner kann nicht drauf reagieren. Ihr haut zwei gegnerische Monster vom Spielfeld in den Friedhof und beschwört selber eins. Einfach so, ohne Problem. Eine super starke Karte, zu der ich, glaube ich, nicht viel mehr sagen brauche, außer rein ins Side-Deck und dann im richtigen Matchup auf jeden Fall auf der Hand haben, aktivieren und die Gegner bluten lassen. Und letzte Karte auf dieser Liste, auch wenn sie nicht ganz bei 1 Euro ist, aber durch den Reprint auf jeden Fall ordentlich vom Preis gefallen, auf so ungefähr, ich sag jetzt mal, 2 Euro pro Copy, Dark Ruler No More, mit einer der besten Going Second Karten, vor allem wenn ihr ein Combo Deck spielt, ja. Ja, folgendes Szenario, der Gegner hat ein mächtiges Board hingebrettert, 14 Monster auf dem Spielfeld, gegen die ihr alle nichts machen könnt, weil da 400 Monster Negates dabei sind, 80 Spell Negates und 34 Trap Negates, ja. Was passiert? Dark Ruler No More. Kein Monster kann darauf reagieren. Also wenn der Gegner keine Backrow liegen hat mit Solemn Judgment oder sowas so, dann kann kein Monster auf die Aktivierung von Dark Ruler No More reagieren. Was wiederum bedeutet, alle gegnerischen Monster sind bis zum Ende des Spielfelds effektlos. Mega nice. Und ihr könnt dann ganz einfach eure Combo aufziehen und das Board ganz langsam auseinandernehmen, ohne dass der Gegner auch nur irgendwas imstande ist, dagegen zu machen. Geil, oder? Ja, ist nicht ganz bei 1 Euro, aber komm, gehört mit rein auf jeden Fall in diese Liste, weil durch den Reprint super günstig und eine sehr, sehr starke Karte. Going Second ist in fast jedem Deck, würde ich einfach mal sagen. Also, das war mein 15 Euro Side Deck. So sieht's aus. All diese Karten, die ihr hier gerade gesehen habt, kosten 1 Euro oder weniger. Also bis auf Dark Ruler No More kostet halt ein bisschen mehr. Aber wen interessiert's? Ihr könnt euch mit den von mir präsentierten Karten auf jeden Fall für 15 Euro ein sehr starkes Side Deck bauen, mit dem ihr die Meta so richtig schön ärgern könnt und vor allen Dingen, also ich sag jetzt mal, in eurem Freundeskreis mit den ganzen Tier 2 Rogue Decks, Fun Decks und so. Wenn ihr da die ein oder andere Karte aus dem von mir eben gerade präsentierten Karten reinzeitet, dann hat euer Gegner auf jeden Fall keinen Spaß am Spiel mehr und ihr gewinnt wahrscheinlich das Duell. Damit kommen wir auch zum Ende des Videos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da, falls dem so war. Falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt, lasst mir auf jeden Fall unten irgendwie einen Kommentar da. Und falls ihr noch weitere Side-Deck-Karten habt, die unter 1 Euro kosten, schreibt sie mir in die Comments. Gebt mir ein bisschen Input, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht alle unter 1 Euro Side-Deck-Karten tatsächlich auf meiner Liste hier mit drauf hatte. Deswegen lasst es mich wissen, welche Karten ihr auf jeden Fall noch in eurem Side-Deck spielt, die im Optimalfall unter 1 Euro kosten. Und damit bleibt mir auch nicht viel mehr zu sagen, außer abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Denn nur so verpasst ihr keines meiner weiteren Yu-Gi-Oh! Videos. Und damit kommen wir auch zum Ende. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.